Guten Abend miteinander. Das ist die Premiere der SJS Concerto Session. Willkommen. Ich freue mich extrem, dass ihr da heute Abend euch Zeit nehmt, um das neue Format beizuwohnen bei dieser Erstausstrahlung. Was ihr hier heute erlebt, was ihr hört, was ihr seht, ist ein Experiment. Es kann sein, dass wir die nächste Sekunde nicht mehr da sein. Es schwarz wird und still. Wir probieren hier wirklich an Grenzen von dem zu gehen, was technologisch heute möglich ist. Ich werde hier gar nicht zu sehr in eine Technologiediskussion hineinkommen. Wir würden das gerne auf unserer Webseite näher erläutern. Heute oben geht es darum, ein Thema anzugehen, das uns die letzten Wochen beschäftigt hat, nämlich wie wir damit umgehen, wenn wir im Trommeln und Pfeifen, und das geht es hier, sei es bei den Jungen oder bei den Erwachsenen, von einem Tag auf den anderen plötzlich nicht mehr zusammenstehen dürfen. Und das ist aber auch richtig, dass wir nicht zusammengestanden sind. Wir haben mit dem unseren Beitrag geleistet, um Schlimmeres zu verhindern. Nichtsdestotrotz, es hat uns beschäftigt und statt die Lethargie zu verfallen, haben wir uns umgeschaut. Umgeschaut, was wir machen könnten, um doch miteinander zu üben, dass es sich anfühlt, als würden wir zusammen im Raum stehen. Was heute hier daherkommt, wie ein Livestream, wie ihr schon 100 Mal gesehen habt, ich kann euch garantieren, das hier hat es noch nie gegeben. Das ist weltweit das erste Mal, dass so etwas stattfindet. Wir kommen nämlich in Genuss von einer Technologie, die es ermöglicht, miteinander zu musizieren oder zu schwätzen, als würde man nebeneinander im Raum stehen. Möglich gemacht hat das der Alexander Garot, ein Professor von Deutschland, der das Programm, die Software Soundcheck entwickelt hat. Eine mega tolle Sache. Wir haben von ihm wahnsinnig viel Unterstützung bekommen, dass das hier überhaupt möglich ist. Und ich hoffe, ihr werdet auch noch etwas von den Musikern hören und es schaltet nicht vorher aus. Es ist wirklich am Rand von dem, was Komfortzone sonst hergibt oder vielleicht sogar noch ein bisschen dran. Wir haben heute mal einen ersten Versuch wollen starten und haben einfach mal einen Termin angesagt und vor einer Viertelstunde haben wir noch die grösste Mühe gehabt, das alles irgendwie auf die Reihe zu bringen, aber jetzt sind wir bereit. Und es freut mich, euch können den Loris Hofer und den Jonas Paul vorstellen, die zusammen mit dem Gerald Bretto werden zwei bzw. drei Stück euch vorspielen. Der Loris, gegenwärtig im Kleinbasel daheim. Der Jonas sitzt im Grossbasel und der Gerald in Allschwil. Und ich hier in der Nähe von Pauluskirche. Ich werde überleiten zum ersten Stück. Das erste Stück, das wir für euch vorbereitet haben, ist das Paradies. Das Paradiesgärtli ist eine Komposition von Stefan Habertür. Wenn ich mich nicht täusche, ist er sogar am anderen Ende der Leitung und hört aufmerksam zu. Er hat die Komposition in den 70er Jahren geschrieben. Es ist eine Komposition in E-Moll und zu dieser Zeit etwas sehr Spezielles gewesen. Und wenn wir richtig informiert sind, und das auch so wiedergeben, dann ist das hier eigentlich eine Premiere von diesem Stück im öffentlichen Raum. Es ist nämlich noch nie in dieser Form aufgeführt worden. Und darum freut es uns, hier auch einen besonderen Akzent können zu setzen, zum Starten. Und ich möchte euch die Musiker vorstellen, die ihr hier seht. Direkt im Bild, aus dem Gross, dem Kleinbasel und aus Allschwil, der Gerald,
der Jonas und der Loris. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Paradiesgärtli. Paradiesgärtli. Schwarz. Thank you.
Vielen herzlichen Dank für die Aufführung vom Paradiesgärtli. Der Applaus fällt jetzt leider aus, weil wir noch keinen Rückkanal eingebaut haben. Vielleicht kommt er das bei der nächsten Version mal eins noch dazu. Wenn ihr die Musiker gesehen habt in diesen Bildschirmli, dann ist euch das vielleicht bekannt vorgekommen. Das ist etwas, das ich auch schon begegnet ist, das war eine Zoom-Session. Zoom-Session nutzen wir vor allem für die Übertragung der Bilder. Das Audio, ihr habt es gesehen, die Mikrofone sind ausgeschaltet, geht einen ganz anderen Kanal, nämlich über die Lösung von Soundcheck. Wir haben weitere Stücke vorbereitet, eine Komposition, die euch sehr wohl dürfte bekannt sein. Das ist jetzt als nächstes Spalendörli. Spalendörli ist komponiert vom René Brielmann zum 50-Jahr-Jubiläum von der Spalenklicke. Es ist ein Stück, das wohlklingend und sicher sehr zugänglich ist und euch sicher an anderer Stelle, an einer Fasnacht von einem anderen Jahr, auch schon schön wohlklingend zutragen worden ist. Wir hören jetzt das Spalendörli, das mal unterstützt der Gerald Preto und ich wünsche viel Vergnügen beim nächsten Stück. Spalletörli. Fort. Thank you.
Wir lassen das noch ein bisschen ausklingen. Herzlichen Dank für den Vortrag. Merci, Jonas, Loris und Gerald. Wir gehen über zum dritten Stückchen. Bevor wir aber dazu kommen, vielleicht ist euch jetzt aufgefallen nach zwei Vorträgen, was funktioniert und wo wir noch daran arbeiten. Es gibt zwischendurch mal einen Knackser oder ein Krebelet ein bisschen. Und es ist nicht etwa von den Musikern gekommen, sondern das ist sicher bedingt durch Technologie. Wir arbeiten daran. Aber ihr könnt euch vorstellen, das sind Lösungen, die ihr bei euch im Haus habt. Wir machen das hier mit unseren ganz normalen PCs und Macs, mit unseren ganz normalen Bildschirmen, mit unseren Internetverbindungen, die wir tagtäglich auch fürs Homeoffice brauchen im Moment. Und es sind eigentlich Lösungen, die wir einfach zusammengehängt haben und denkt, jetzt machen wir mal einen Schritt. Und bis dahin ist es gut verlaufen. Holz anlängen, hoffen wir, es längt bis hinten raus. Wir hören als nächstes ein Stück aus dem Jahr 2015 von einem Komponist, der damals gerade 21 war. Es ist der Sebastian Meyer und er hat den Andresenmärt komponiert. Aufgeführt ist das Stück geworden an einem Kellerstreich vom Basler Marionettentheater. Und vorgetragen hat damals das Stück Pfeifengruppe die Ego Säu. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem nächsten Stück, und zwar am Andresenmärt, gespielt vom Gerald, vom Jonas und vom Loris. Und in diesem Fall der Gerald auf dem Bass Piccolo. Viel Vergnügen! Probier's nochmal mit Mikrofon. Achtung! Andresenmärt, Fatz, Marsch! Thank you.
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle den drei Musikern, am Loris, am Jonas und am Gerald aus dem Klein, dem Gross, Fasel und Allschwil. Wir wären eigentlich am Schluss von unserer Premiere. Wenn da nicht etwas wäre, was wir mit euch möchten teilen. Es gibt ein letztes Stück, das ihr werdet hören, auf Wunsch auch von den drei Musikern, die wir hier haben, aber es ist auch mir ein Anliegen, dass wir das hier zum Besten geben können. Ihr werdet ein multi-stilistisches Medley hören, aus Originalmelodien vom Händel, vom Bach und vom Beri Bacelet. Ich glaube, die Einordnung ist absolut korrekt. Nicht die Reihenfolge, sondern die grossen Namen. Der Beri ist leider viel zu früh letzte Woche verstorben. Und wir möchten zu Ehren von ihm heute oben noch eins anhängen. Ein Stück von ihm, das wir spielen, das ihr hören werdet, ist der Lumpensammler. Mit dem würden wir das Konzert auch beenden und ich würde am Schluss nur noch eine kurze Danksagung machen und an dieser Stelle euch einen schönen Abend wünschen. Wir hören den Lumpensammler von Bernhard Beri Bacelet. Danke vielmals.
Vielen herzlichen Dank für den Lumpensammler. Zu Ehren von Berry Bachelet. Der Lumpensammler geschrieben von Berry Bachelet. Danke Gerald, danke Loris, danke Jonas. Sensationelle Geschichte. Von mir aus gesehen, Leistung auf Anhieb, ein super Erfolg. Danke vielmals. Der Dank geht auch, wie gesagt, an die Musiker, aber auch an Alexandre Garot und Christian Höhne, ein weiterer Mensch, der mir geholfen hat, das möglich zu machen. Und dann hat es noch ein paar Unternehmen, die ich hier auch möchte erwähnen möchte, die sicher einen Beitrag geleistet haben, dass der Musik auf diesem Niveau hat hören können. Danke vielmals, dass ihr es ausgehalten habt. Ich habe jetzt auch die Regel gefunden, dass ihr mich besser hört. Merci für das Feedback. Und wir freuen uns, euch wieder zu hören und zu sehen und zu lesen von euch in einem nächsten Konzert. Wir werden die Serie, die Sessions weiterführen und jedes Mal wieder etwas lernen dabei, um das Gefühl hier auf ein neues Niveau zu bringen. Vielen herzlichen Dank. Das war es. Adieu miteinander.